nach den Beratungen der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten. Heute Ihre Fragen werden beantwortet: Bundeskanzler Schallenberg, Gesundheitsminister Mückstein, Landeshauptmann Blatter, Landeshauptmann Kaiser und Professor Wagner, Vizerektor der Med-Uni Wien. Herr Bundeskanzler, bitte. Danke, sehr geehrte Damen und Herren. Heute sind 356 Corona-Kranke auf Österreichs Intensivstationen. 1.475 Menschen sind als Corona-Patienten in Normalstationen. Das sind vielleicht für manche nackte, kalte Zahlen, aber dahinter stehen Menschen, stehen Schicksale, stehen Familien, Freunde und Angehörige, die betroffen sind. Und das medizinische Personal, die Pflegekräfte, die seit Monaten sich aufopfernd um die Corona-Patienten kümmern, haben es sich verdient, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um das Gesundheitssystem und damit auch sie selber zu schützen. Und wie wir alle wissen, die Zahlen steigen leider rapid an. Und es besteht kein Zweifel daran, dass die Lage in Österreich sowie auch in einer Reihe von anderen europäischen Staaten ernst ist. Die Dynamik ist außergewöhnlich und die Belegung in Intensivstationen steigt deutlich schneller an, als wir erwartet hatten. Wir haben da heute gemeinsam mit dem Landeshauptmann und mit der Bundesregierung beschlossen, den Stufenplan zu beschleunigen und Maßnahmen vorzuziehen. Wir sehen uns in der Situation, dass wir de facto die Stufen 2 und 3 unseres Stufenplans zusammenlegen und zeitgleich eintreten lassen kommende Woche. Der Gesundheitsminister wird noch Details bekannt geben und angesichts der Dynamik nun auch die nächste Stufe vorziehen müssen. Das bedeutet im Ergebnis, ab Montag in Österreich bundesweit gilt Folgendes: 2G überall, wo bisher 3G galt. Das heißt Gastronomie, Hotellerie, körpernahe Dienstleister, Besucher in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Ab da gilt 2G, das heißt genesen oder geimpft. Bei Veranstaltungen ab 25 Personen gilt ebenfalls 2G, und zwar unabhängig davon, ob man einen Sitzplatz zugewiesen hat oder nicht. Es wird eine Einschleifregelung geben. 4 Wochen lang können Personen, die nur eine Impfung haben mit einem PCR-Test, werden erachtet, als hätten sie einen 2G-Nachweis. Das Ganze dient als Anreiz, als starker Anreiz, dass Menschen sich impfen gehen. Das ist unser großes Ziel. Wir müssen mit der Impfquote, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, nach oben kommen. Wir werden daher die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen. Aber ich möchte eines ganz unmissverständlich klarstellen. Keiner, der heute im Raum war, wo wir sie zusammen besprochen haben, keiner will spalten, keiner will eine Spaltung in der Bevölkerung. Es ist schlicht und ergreifend aber unsere Verantwortung, die Menschen in unserem Land zu schützen. Und wir werden dieser Verantwortung nachkommen und wir kommen dieser Verantwortung nach. Auch im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest, auch im Hinblick auf die Wintersaison, die für uns als Tourismusland so wichtig ist. Es ist daher für uns entscheidend, dass wir rasch und verantwortungsvoll handeln, und ich will allen Teilnehmern an der heutigen Runde, allen voran natürlich Landeshauptmann Blatter und Landeshauptmann Kaiser, dem Gesundheitsminister und Professor Wagner, sehr danken für ihr Engagement und für den Beitrag zur heutigen Runde. Wir stehen alle, und zwar jeder Einzelne von uns in dem Land, vor einer gemeinsamen gesellschaftspolitischen Herausforderung. Keiner kann sich dieser Herausforderung, kann sich damit einhergehenden Verantwortung entziehen. Und jeder von uns hat es in der Hand, sich in voller Freiheit dagegen zu schützen. Natürlich gibt es keinen hundertprozentigen Schutz. Den gibt es nie im Leben und zwar nirgendwo im Leben. Aber wenn Sie in ein Auto steigen, dann legen Sie einen Gurt an. Wenn Sie ein Motorrad setzen, dann setzen Sie einen Helm auf. Und die Corona-Impfung ist quasi unser Sicherheitsgurt, unser Schutzhelm gegen den Virus. Und jeder von uns hat es in der Hand, freiwillig sich zu schützen. Und er schützt damit nicht nur sich selbst, sondern auch sein unmittelbares Umfeld. In Wirklichkeit, und wir alle wissen das, unsere Gesundheit und unser Leben ist das allerhöchste Gut, das wir haben. Und ich möchte da eigentlich Papst Franziskus zitieren, der sagte, die Impfung ist im Grunde genommen ein Akt der Nächstenliebe. Wir schützen nicht nur uns selber, sondern auch unsere Familien, unsere Freunde, unsere Kollegen. Es ist der einfachste Weg, füreinander zu sorgen. Und daher sage ich ganz deutlich, bitte tun Sie es. Machen Sie möglichst bald einen Termin aus. Die dritte Impfung ist in Wirklichkeit die einzige Waffe, die wir haben gegen die vierte Welle, gegen die Welle der Ungeimpften, die vor uns steht. Und für alle 6 Monate nach dem Zweitstich. Es ist ähnlich wie bei der Zeckenimpfung. Für die Grundimmunisierung braucht man 3 Impfungen und nicht nur 2. Und die dritte kann man dann verzichten.
Es ist genauso zu sehen. Also ich bitte alle Menschen in diesem Land, die es noch nicht getan haben, überlegen Sie sich, machen Sie einen Termin aus, gehen Sie in sich. Das ist der Weg, um die Welle zu brechen. Das ist der Weg, um in der Normalität zu bleiben. Danke. Dankeschön. Herr Gesundheitsminister, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, die Situation ist ernst in Österreich. Wir haben heute 9.388 Positivtests eingemeldet bekommen. Wir haben binnen Wochenfrist 100 zusätzliche Intensivbetten in Österreich belegt. Wir wissen auch, dass auf den Normalstationen ein Plus im Wochenvergleich von 40% stattgefunden hat. Das bedeutet, wir sind in einer ernsten Situation. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es meine wesentliche Aufgabe ist, als Gesundheitsminister unsere Intensivstationen zu schützen. Und dieses Versprechen werde ich einhalten. Es betrifft aber nicht nur die Intensivstationen, es betrifft nicht nur die Spitäler. Denken Sie an andere Lebensadern in Österreich, denken Sie an die Schulen, an unsere Arbeitsplätze, denken Sie an Kunst, Kultur, Sport, an den Tourismus. Das sind alles Bereiche, die wir gemeinsam nutzen, die wir gemeinsam brauchen. Wir haben etwas über 64% der österreichischen Bevölkerung mit der Impfung bisher versorgen können. Wir haben, seitdem wir die 3G-Regelung am Arbeitsplatz angekündigt haben, mehr als eine Verdopplung der Erstimpfungen zu verzeichnen. Das sind gute Neuigkeiten und wir haben es geschafft, immerhin knapp 400.000 Menschen in Österreich mit dem dritten Stich zu versorgen. Ich möchte mich dafür bei allen, die sich dazu entschieden haben, bedanken. Das ist sehr wichtig. Ich möchte mich aber auch bedanken bei den Landeshauptleuten. Nach der heutigen Runde kann ich berichten, dass wir fast Einstimmigkeit erzielt haben. Die Maßnahmen werden auf sehr breiter Basis begrüßt und mitgetragen. Das durchaus auch vor recht unterschiedlichen Ausgangslagen in den einzelnen Bundesländern. Jeder hat hier Verantwortung übernommen. Zu den Maßnahmen. Wir werden ab Montag, 8. November einführen. Die 3G-Regelung wird zu 2G. Das heißt, bei körpernahen Dienstleistern sowie Restaurants, der Nachtgastronomie, der Hotellerie, Sport, Kultur, Freizeiteinrichtungen und für Besucher in Krankenhäusern und Alters- und Pflegeheimen. Wir werden eine Übergangsfrist von 4 Wochen machen. Hier ist der Zutritt auch mit Erstimpfung und einem zusätzlichen PCR-Test erlaubt. Die Antikörpertests sind nicht mehr für 3G oder 2G gültig. Für Veranstaltungen gilt eine 2G-Regel ab 25 Personen. Wir werden im gesamten Handel und in den Museen für alle eine FFP2-Maskenpflicht einführen. Das ist ganz wichtig. Wir wissen, dass dort, wo jetzt, wenn es kälter wird, Leute zusammenkommen, die Übertragung stattfindet. Wenn alle Masken tragen, ist das gut zu kontrollieren. Auch Innenminister Nehammer hat an dieser Sitzung teilgenommen. Auch bei ihm möchte ich mich bedanken für seine konstruktiven Beiträge. Das ist auch ein Grund, warum wir den Hochrisikoerlass aussetzen werden, ebenfalls mit 8. November. Hier werden Ressourcen der Exekutive freigemacht für andere Aufgaben. Der grüne Pass wird die Gültigkeit nur für 9 Monate nach der zweiten Teilimpfung haben. Danach braucht man eine dritte Dosis für ein gültiges Zertifikat. Meine Damen und Herren, wir sitzen alle im gleichen Boot. Es gibt nur Schulen für alle, es gibt nur Spitäler für alle. Wir alle sind davon abhängig, arbeiten zu gehen. Ich möchte eine Bitte an Sie richten. Hören wir auf mit dieser augenzwinkernden Wurstigkeit. Es ist ernst. Nehmen wir uns zusammen, halten wir Abstand, tragen wir Maske, waschen wir uns die Hände. Um bei dem Beispiel zu bleiben, jeder Desinfektionsspender ist ein Ort der Nächstenliebe. Ich appelliere an alle Menschen, bitte halten Sie sich daran, Sie schützen sich gegenseitig, schauen wir aufeinander.
Landeshauptmann Platter, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Bundeskanzler, Landeshauptmann Peter Kaiser und ich dürfen heute die Bundesländer vertreten bei dieser Pressekonferenz. Eines ist unumstritten. In allen Bundesländern haben wir eine deutliche Steigerung, was die Infektionen betrifft. Und ich möchte schon von einer sehr dramatischen Situation reden. Und umso mehr bin ich dankbar, dass die Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern gut ist. Hier müssen wir zusammenhalten, wir müssen an einem Strang ziehen. Es geht aber nicht nur um die Infektionen, sondern ganz besonders schauen müssen wir auf die Belegung der Intensivstationen. Und wenn ich Tirol hernehme, wir haben insgesamt 184 Intensivbetten. Davon sind 29 belegt von Corona-Erkrankten. Das sind 16%. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist eine akzeptable Größenordnung. Aber wir werden mit Sicherheit auch hier wieder eine Steigerung bekommen, wenn man sieht, wie die Infektionen, Neuinfektionen sich entwickeln. Die Bundesländer haben absolut ein Verständnis für diese verschärften Maßnahmen. Ich darf aber schon sagen, das sind harte Maßnahmen, was die Ungeimpften betrifft. Das ist nicht so einfach. Und deshalb ist es aber schon klar, dass diese Maßnahmen dringend notwendig sind. Sie sind alternativlos und deshalb war es richtig und gut, dass diese Maßnahmen heute hier beschlossen wurden. Mir ist es wichtig, dass es bundeseinheitliche Maßnahmen gibt. Wir haben einen Fleckerlteppich gehabt, wo sich eigentlich niemand ausgekannt hat, dass wir hier eine gemeinsame Vorgehensweise haben. Aber ich glaube, insgesamt die wichtigste Botschaft ist, nur durch die Impfung können wir die Pandemie bewältigen. Und alle Zahlen belegen das. Dort, in jenen Staaten, wo man eine hohe Durchimpfungsrate hat, dort ist auch die Infektion wesentlich niedriger. So meine ich, dass es eigentlich eine moralische Verpflichtung ist, dass man sich impfen lässt. Zum dritten Stich, ich meine, hier müssen wir Vollgas geben, dass hier der dritte Stich verabreicht wird und ich bin froh darüber, dass es hier Klarheit geben wird, wie die Rahmenbedingungen sind betreffend des dritten Stiches. Wir haben heute, geschätzte Damen und Herren, eine Konferenz gehabt der Tourismusreferenten in Leogang in Salzburg. Wir haben uns auch mit der Zukunft des Wintertourismus auseinandergesetzt und die Botschaft war eine eindeutige, klare. Es muss eine Wintersaison stattfinden. Wenn man sich die Situation anschaut, im letzten Winter 2021, welche dramatischen Folgen es gehabt hat, dass wir keine Wintersaison gehabt haben. Die Arbeitslosenquote ist raufgegangen, Kurzarbeit, und das halten wir nicht mehr aus. Und deshalb wird es die Branche auch akzeptieren, dass eine 2G-Regelung stattfindet. Das ist nicht so einfach, aber notwendig, damit wir auch diese Wintersaison über die Bühne bringen. Abschließend, geschätzte Damen und Herren, von mir eine Anmerkung. Ich mache mir Sorgen, was die Entwicklung in der Bevölkerung, in der Gesellschaft betrifft. Ich habe gerade im Krankenhaus in meiner Heimatgemeinde Zams festgestellt, dass es schon Übergriffe gegeben hat gegenüber dem medizinischen Personal. Und wir müssen ja schon die Ängste der Menschen ernst nehmen. Und wir müssen aber die Menschen überzeugen, die sich nicht impfen lassen wollen, dass es dringend notwendig ist und dass diese Ängste unberechtigt sind. Aber wo ich überhaupt kein Verständnis habe, ist, wenn die Politik in dieser schwierigen Situation polarisiert. Aufgabe der Politik ist es, Ängste zu nehmen und nicht Ängste zu schüren. Herzlichen Dank. Dankeschön. Herr Landeshauptmann Kaiser, bitte. Ja, danke. Sehr deutlich und sehr offen. Ich bin über dieses heutige Treffen sehr froh. Es hat auch Erwartungen, die es zu einem sehr hohen Anteil gibt, erfüllt. Ich bin deswegen auch sehr froh, weil es mehrmals auch sehr falsche Beendigungsankündigungen der Pandemie, nicht zuletzt auch durch den ehemaligen Bundeskanzler, gegeben hat, das möglicherweise auch dazu geführt hat, dass so etwas wie eine gewisse Lässigkeit im Umgang mit der Pandemie breitgemacht worden ist.
Ich bekenne mich daher zu diesem gemeinsamen Vorgehen, das heute, glaube ich, auch fachlich, sachlich sehr intensiv diskutiert wurde. Man wird niemals alle zufriedenstellen können, aber es gibt auch so etwas wie Gesamtverantwortung und der werden wir gemeinsam nachkommen. Ich sage das auch nicht zuletzt deswegen und auch das in aller Deutlichkeit, weil ich nicht mit diesen gefährlichen und nicht haltbaren Theorien des Obmannes der Freiheitlichen Partei in irgendeiner Art und Weise breiten Raum gehen muss. Hier bedarf es einer Politik, die sich klar davon abgrenzt, die einen Weg für die Bevölkerung aufzeigt und die auch bereit ist, Maßnahmen zu treffen, die nicht populär, aber hilfreich sind, weil sie auch auf ein Gefühl der Menschen aufbauen, nämlich jenem der Solidarität. Gestatten Sie mir, dass ich sehr deutlich auch sage, dass ich denke, dass das regelmäßige Treffen, der Austausch zwischen Bundesregierung, der Herr Bundeskanzler hat das auch auf meine Anfrage hin bestätigt, mit den Landeshauptleuten gibt. Wir sind in einer sehr kritischen Situation. Hier braucht es das Gemeinsame, das Abgestimmte, auch wenn manchmal nur Kompromisse ein gemeinsames Vorgehen sein können, aber Kompromisse im Sinne und im Interesse der Menschen. Die dritte Impfung wird immer essentieller. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel aus Kärnten. Wir haben 23 Personen auf der Intensivstation, nur 3 davon sind immunisiert. Das zeigt, dass die Impfung derzeit Schlimmeres verhindert, dass sie aber auch der derzeit einzig wirklich bekannte Schlüssel im Zusammenspiel mit anderen Bereichen ist, um der Pandemie nachhaltig zu begegnen. Daher glaube ich, wir müssen alles tun, um jetzt auch neben vielen anderen Tätigkeiten, die wir vorzunehmen haben, die Impfung, den erst, den zweiten Impfungsvorgang, aber auch den dritten Impfvorgang in den Mittelpunkt all unserer organisatorischen und operativen Tätigkeiten bringen. Ich möchte mich an der Stelle auch beim Personal, das Gigantisches leistet in jenen Bereichen, die seit über 21, 22 Monaten mit der Pandemie beschäftigt sind, einerseits bedanken und auch auf das hinweisen, dass jede und jeder, der sich an die heutigen Empfehlungen hält, dem auch nachkommt und sich impfen lässt, einen Akt der Solidarität gegenüber jenen Menschen, die derzeit wirklich unser System aufrechterhalten, gegenüber zeigt, Krankenanstalten, Pflegebereiche, Exekutivkräfte, Bundesheer und viele in den Bezirksverwaltungsbehörden. Mein vorletzter Punkt, ich habe auch in der Vorwoche gemeinsam mit den Bildungsreferentinnen und Referenten in Tirol getagt und auch dort haben wir vereinbart, dass wir alles tun werden, dass der Präsenzunterricht in den Schulen auch weiterhin geleistet wird. Dort sind junge Menschen, die dort zumindest eine dreifache Testung in der Woche haben. Das ist ein wichtiger Schritt, den wir nicht missen wollen. Und ich glaube, dass auch der Bereich der Bildung einer ist, der eine ganz besondere Aufmerksamkeit verdient. Der letzte Satz, ich appelliere genauso wie mein Kollege Landeshauptmann Blatter daran, lassen wir keine Spaltung der Gesellschaft zu. Je einiger und geschlossener wir sind, umso erfolgreicher. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann. Herr Professor Wagner, bitte. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Bundesminister, sehr geehrte Herren Landeshauptleute, sehr geehrte Damen und Herren. Wir müssen akzeptieren, dass sich fast alle Österreicherinnen und Österreicher, die sich nicht impfen ließen oder die sich in der Zukunft nicht impfen lassen, in diesem Winter bis in den nächsten Frühjahr hinein mit dem Virus infizieren werden. Das ist eine Entscheidung, die jeder selbst trifft. Aber ohne den Aufbau einer ausreichenden Immunität in der Bevölkerung wird diese Pandemie nicht zu Ende gehen. Derzeit läuft das Infektionsgeschehen, wie der Herr Bundesminister Mückstein gesagt hat, aber zu schnell. Und er und wir müssen die Intensivstationen und die Spitäler schützen. Daher begrüßen alle Ärztinnen und alle Expertinnen, die ich heute hier vertreten darf, die heutige Verstrengung der Maßnahmen außerordentlich, weil wir davon überzeugt sind, dass sie ein Schritt in die richtige Richtung sind. Nun zum Impfen. Wir haben in Israel dasselbe Phänomen gesehen, dass es eine Welle nach einem bestimmten Abstand zur Erstimpfung gegeben hat. Diese wurde mehr oder weniger ausschließlich durch die dritte Impfung gebremst oder gebrochen. Ich darf Sie also alle ersuchen, den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums Folge zu leisten und den dritten Stich
zum rechten Zeitpunkt abzuholen. Alle Österreicherinnen und Österreicher werden dazu, soweit ich weiß, einen Brief bekommen, in dem sie aufgefordert werden, sich noch einmal impfen zu lassen. Nun aber zu denjenigen, die sich bisher noch nicht impfen ließen. Da gibt es, glaube ich, zwei Gruppen. Die eine werden wir nicht mehr erreichen. Ich habe in letzter Zeit einige Gespräche geführt und habe hier schreckliche Meldungen oder Ansichten bekommen, die ich heute zum ersten Mal hier ansprechen möchte. Das erste ist, dass Frauen glauben, dass durch diese Impfung Unfruchtbarkeit induziert wird. Das ist eindeutig nicht falsch. Man kann es aber den Menschen, die an diesen Mythos glauben oder an diese Verschwörung glauben, nicht ausreden. Das ist eindeutig falsch. Das ist eindeutig falsch. Eine Negation. Das ist eindeutig falsch und widerlegt. Das stimmt einfach nicht. Der zweite Mythos ist, dass ein Chip implantiert wird, warum auch immer. Und auch das ist natürlich völlig falsch. Es gibt aber auch Menschen, die einfach noch ein bisschen Sorge haben und noch ein bisschen zuwarten wollen. Und die möchte ich um Folgendes bitten. Sie alle bekommen vom Staat ausreichend Testungen geschenkt, damit sie ihrem Berufsleben und ihrem Privatleben ausreichend nachgehen können, wenn sie sich dazu entscheiden, sich nicht impfen zu lassen. Tun Sie uns allen aber den Gefallen und besuchen Sie einmal Ihren Hausarzt oder einen Arzt in einer Impfstraße und führen ein Gespräch, wo Sie sich darüber informieren lassen, was die Impfung kann, wie sie schützt und wie sie wirkt. Vielleicht lassen Sie sich überzeugen, vielleicht auch nicht, aber nehmen Sie dieses Angebot der Ärztinnen und Ärzte an, sich einmal darüber zu informieren und fällen Sie dann eine bewusste Entscheidung. Herzlichen Dank. Zu den Fragen kommen, noch ein organisatorischer Hinweis. Landeshauptmann Platter und Landeshauptmann Kaiser müssen pünktlich um 20.45 Uhr gehen. Wenn es Fragen an die beiden Landeshauptmänner gibt, bitte diese jetzt zu stellen. Da geht's schon. Bitte schön. In erster Linie hätte ich eine Frage an den Gesundheitsminister. Okay, Entschuldigung, können wir vielleicht zuerst die Fragen an die Landeshauptleute? Ich habe eine Frage an die Landeshauptleute. Ja? Waren die Landeshauptleute jetzt einig oder wie der Gesundheitsminister angedeutet hat, dass es da einen Ausreißer gegeben hat? War das das Burgenland oder gab es auch noch andere Länder, die sich nicht hinter den Plan gestellt haben? Ja, prinzipiell ist es so, dass es eine breite Einigung gegeben hat. Und großes Verständnis für diese Maßnahmen. Im Gegenteil, es wurde zum Ausdruck gebracht von den Landeshauptleuten, dass diese Maßnahmen zwingend notwendig sind und dass durchaus scharfe Maßnahmen hier mit berücksichtigt werden sollen. Natürlich ist es immer wieder etwas unterschiedlich, was die Inzidenzzahl betrifft, was die Belegung der Intensivstationen betrifft. Und aus diesem Grund hat es nicht eine komplette Einigkeit gegeben. Ich darf vielleicht nur ergänzen, ganz grundsätzlich, was wir schon das letzte Mal gesagt haben, vor zwei Wochen, der Bund gibt sozusagen die Unterkante vor, den Stufenplan, das ist der Rahmen. Und selbstverständlich, wie wir es ja schon vor zwei Wochen haben, können Landeshauptleute, können Länder eigene Maßnahmen setzen innerhalb dieses Rahmens. Sie haben es erlebt hier in Wien, in der Steiermark und anderswo. Also was wesentlich ist, heute gibt es eine klare Richtung, in der wir weitergehen, auf Basis des Stufenplans. Zwei Stufen kommen gleichzeitig, bei der einen wird das vorgezogen und 2G, dort wo bisher 3G war. Und die FFP2-Maske im Handel. Also das sind, glaube ich, sehr klare Ansagen von unserer Seite und die werden bundesweit gelten. Herr Jentsch, bitte vom ORF. Ich hätte eine Frage an Herrn Platter und an Herrn Wagner. Das heißt, 2G wird für die Gäste gelten, nicht für die Bedienung in den Wintersportorten in diesem Winter. Ist das richtig? Ja, also was den Urlaub betrifft, beziehungsweise das Freizeitverhalten betrifft, so wird es eine 2G-Regelung geben. Und was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, würde ich bitten, dass der Gesundheitsminister hier die Information gibt. Wir haben uns für eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz entschieden. Ich glaube, das ist
eine Regelung, die auf breiter Basis getragen wird. Wir haben 14 Tage Übergangsfrist, die läuft jetzt bis 14. November und dann gilt 3G am Arbeitsplatz. Wir haben für den Besuch eines Restaurants die 2G-Regelung und für die Mitarbeiter gelten die entsprechenden Regeln des Arbeitsplatzes. Da würde ich gerne beim Herrn Wagner nachfragen, was bringt es, wenn ich als Gast die 2G-Regel erfülle, also geimpft bin, die Bedienung aber gerade mal einen Antigentest hat, was bringt das jetzt epidemiologisch, kann ja super angesteckt werden und alle anderen auch von der Bedienung, oder? Es wäre natürlich ideal, wenn in einem Setting alle die gleichen Bedingungen hätten, aber ich bin überzeugt davon, dass die Regelung 3G für die Mitarbeiterinnen fürs Erste eine ausreichende ist, weil ja das regelmäßige Testen auch schützt davor, mit dem Virus in die Arbeit zu gehen. Ich glaube, man muss auch sehr unterscheiden. Das eine ist Freizeitangebot, das ich freiwillig mache. Keiner zwingt mich, ins Kino zu gehen, ins Restaurant zu gehen. Das andere ist mein Arbeitsplatz. Das sind zwei ganz unterschiedliche. Das andere ist der Verdienst des Lebensunterhaltes. Das andere ist sozusagen Freizeitgestaltung. Und das sind schon sehr wesentliche Unterschiede. Dann glaube ich noch eine Frage an die Landeshauptleute, geht sich noch aus? Und zwar vor allem an den Landeshauptmann Platter, aber auch an den Herrn Landeshauptmann Kaiser, Sie sind auch Skifahrerland. Heißt es jetzt Skifahren auch nur für Genesene oder und Geimpfte und sonst nicht, also jetzt am Skilift, nicht in der Gastronomie, sondern am Skilift, was ist da geplant? Und dann würde ich Sie beide noch ganz gern fragen, hätte aber auch nachher vom Herrn Bundeskanzler und vom Herrn Gesundheitsminister auch noch gerne Antwort. Wie das jetzt ländermäßig, wir waren gestern bei einer Pressekonferenz vom Herrn Doskozil, der die Impflotterie gemacht hat, wo die Spitalszahlen sehr, sehr gut sind. Und es gibt andere Bundesländer, wo die Situation wesentlich schlechter ist. Doskozil hat gesagt, es ist sehr schwierig für die Bevölkerung, da mitzuziehen, nachdem die jetzt konkret im Burgenland so viel Mühen quasi auf sich genommen haben, um da hinzukommen. Ja, wie will man da die Bevölkerung mitnehmen? Das wären die Fragen, aber zuerst bitte Skifahren. Ja, ich glaube, das ist eine ganz klare Angelegenheit. Was wir tun müssen, ist, den Menschen absolute Sicherheit zu geben. Wenn man den Freizeitsport betreibt, Skifahren und aber auch die Gastronomie im Berg. Und wenn wir die Restaurationen im Tal mit einer 2G-Verpflichtung behelligen, so ist es natürlich am Berg ebenfalls der Fall. Und es ist notwendig, dass es eine klare Regelung gibt. Und das ist nicht einfach für die Seilbahnwirtschaft und aber auch für die Betroffenen, die nicht geimpft sind. Aber wir haben uns gemeinsam verständigt, dass es hier auch eine 2G-Verpflichtung geben wird. Es wird da jedenfalls bis 12 Jahre der Ninja-Pass gültig bleiben. Ab 12 werden wir eine gute Lösung finden für die Jugendlichen, natürlich bis 12. Ich möchte auch dazu anmerken, dass es natürlich auch um eine Vereinheitlichung ging, zum einen, was die 3G-Regel Richtung 2G geht, aber natürlich auch die Veranstaltungsregeln. Und die gelten für Geimpfte und Genesene ja nicht. Insofern haben auch Bundesländer mit einer höheren Durchimpfungsrate, dann gelten für mehr Leute dort ja genau diese Veranstaltungsregeln, die Verschärfungen nicht und auch von 3G zu 2G, da sind ja die Geschützten nicht betroffen. Ohne Umschweife, lieber klare, wenn auch härtere Regeln, damit ist aber immer ein Positivum mitgehend, höherer Schutz, als es bisher der Fall war. Und ich freue mich auch, dass die Idee, dass wir auch ein bisschen, so schlimm die jetzige Situation sein mag, auch in Richtung Verbesserungen, Erleichterungen, wenn Sie so möchten, auch in die andere Richtung überlegen, anfangen, dass es auch ab einer gewissen niedrigeren Inzidenz, weniger Belag auf Intensivbetten und, dann auch Erleichterungen gibt. Das war übrigens auch etwas, was Kollege Doskozil mit eingebracht hat. Darf ich vielleicht kurz da einhaken, weil das, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist. Der Stufenplan, man hat manchmal das Gefühl, das ist eine Einbahnstraße. Ist er natürlich nicht. Das Selbstverständnis, das Verständnis, ich glaube, von allen Landeshauptleuten und von der Bundesregierung, dass im Moment, wo es geht, werden wir jede Maßnahme nicht eine Sekunde länger aufrechterhalten, als es notwendig ist. Der Stufenplan funktioniert in beide Richtungen. Gut, an dieser Stelle möchte ich mich von den beiden Landeshauptmännern verabschieden.
Wir machen weiter, oder? Weil das auch noch angesprochen worden ist, möchte ich noch sagen, wir haben gezielte Aufklärungsmaßnahmen gegen Fake News gemacht. Die sind im Laufen. Da geht es zum Beispiel um das Thema, was Professor Wagner auch angesprochen hat, nämlich die Fake News, dass man nicht schwanger werden kann, wenn man geimpft ist. Das Gegenteil ist der Fall. Als Ungeimpfte hat man ein wesentlich höheres Risiko im Falle einer Schwangerschaft. Wichtig sind auch gute Aufklärungen, was den dritten Stich betrifft. Das Nationale Impfgremium hat klare Regeln herausgegeben. Und auch hier wissen wir aus dem Beispiel Israel, dass dort der dritte Stich ganz wesentlich war, um die Welle, die letzte Welle dann zu brechen. Das heißt, hier wird auch gezielt aufgeklärt. Und das Letzte, was ich hier noch anmerken will, ist, wir stehen vor der Grippewelle. Auch hier ist es ganz wesentlich, und das hat uns letztes Jahr geholfen, dass wir Maske tragen, dass wir Abstand halten, dass wir uns die Hände waschen oder desinfizieren. Wir sehen eine Zunahme von Infektionen bei Kindern, die letzte Saison immunologisch verloren haben. Und auch hier rufe ich auf, bitte impfen lassen, die Influenza-Impfung holen. Sie sind bereits verfügbar in den Ordinationen, und auch hier helfen die Hygienemaßnahmen gegen die Ansteckung. Herr Patruel vom Puls 4. Eine ganz praktische Frage für viele. Ab welchem Alter wird das denn gelten? Orientiert man sich da an Wien, also ab 12 Jahren? Was passiert mit denen, die nicht so alt sind? Wie werden die getestet? Und eine zweite Frage. Sie haben jetzt den dritten Stich sehr oft angesprochen, wie wichtig das ist. Herr Dr. Wagner hat angesprochen, die Situation in Israel, was man daraus gelernt hat. Sie haben, Herr Schallenberg, angesprochen, dass die Experten nicht so wirklich vorhergesagt haben, dass man überrascht war von diesem starken Anstieg. Man hat irgendwie ein weiteres Mal das Gefühl, dass die Bundesregierung von einer Situation überrascht ist, die viele Experten schon in den letzten Monaten vorhergesagt haben. Warum haben Sie nicht früher reagiert? Warum die dritte Stichkampagne vielleicht nicht früher angefangen? Warum hat man den Eindruck, dass die Bundesregierung sehr oft von der Pandemieentwicklung tatsächlich überrascht wird, jetzt im zweiten Jahr der Pandemie? Danke. Vielleicht ganz grundsätzlich, bevor ich das Wort weitergebe, ein Buch liest sich immer leichter von hinten nach vorne als umgekehrt. Und wir hören natürlich, wir sind im regelmäßigen Austausch mit den Experten. Manchmal wissen die auch nicht unbedingt alles. Das ist nun einmal im Leben. Keiner von uns hat die Kristallkugel. Ich glaube aber nicht, dass man uns vorwerfen kann, dass sie nicht lernfähig sind und dann schnell reagieren. Und das tun wir in einem föderalen System völlig richtig zusammen mit den Ländern. Und ich habe das heute sehr stark wahrgenommen. Ich vermute, dass meine Nachbarn links und rechts das auch so sehen, dass ein sehr starkes Gefühl da ist, wir ziehen alle an einem Strang und wir kommunizieren in die gleiche Richtung. Und das ist für mich in einer Krisensituation in Wirklichkeit das A und O. Bitte. Ich denke, man darf den Vorwurf der Überraschung mit der Situation jetzt eigentlich nicht erheben. Tatsächlich haben alle Prognosen gesagt, dass die Welle im Herbst noch einmal kommen wird, weil in Österreich viel zu wenige Menschen geimpft sind und das, was wir erreicht haben mit diesem Zweidrittel-Durchimpfung, vielleicht geholfen hätte gegen den ursprünglichen Typus des Virus, aber sicher nicht gegen die doppelt so infektiöse Delta-Variante, die ja so infektiös ist wie Windpocken, die deswegen Windpocken heißen, weil sie über den Wind, über die Luft übertragen werden. Das heißt, wir haben ein dramatisch infektiöses Virus. Tatsächlich haben aber die Prognostiker und die Ärzte und Ärztinnen die Schärfe dieser Welle, wie sie heute in Österreich uns trifft, nicht vorhergesagt und auch nicht wissen können. Was uns aber sehr freut, ist, dass jetzt sicher rechtzeitig und scharf reagiert wird. Ich glaube, das muss man betonen, dass auf eine Einschätzung, die in dieser Dimension nicht der Politik von den Expertinnen transportiert wurde, jetzt rechtzeitig und in aller Schärfe reagiert wird. Und wir sind mit dieser Reaktion sicher unter den europäischen Ländern mit der schärfsten Reaktion und den härtesten Regelungen, um die Menschen in diesem Land, aber auch die Spitäler, die diese Menschen versorgen müssen, zu schützen. Das heißt, ich glaube,
ohne dass ich jetzt flapsig wirken möchte, ich möchte dieses Zitat sagen: Vorhersagen sind schwierig, besonders soweit sie die Zukunft betreffen, aber das ist schon auch wahr. Ja? Es ist in dieser Form nicht vorhergesagt worden, die Politik konnte sich darauf in der Form nicht vorbereiten und sie hat aber die Konsequenzen gezogen und das begrüßen alle Ärztinnen und Expertinnen außerordentlich. Gut, dann, das wurde schon erwähnt, aber das Alter noch. Also bis 12 Jahre wird jedenfalls der Ninja-Pass gelten und für die Jugendlichen werden wir zeitnah eine Lösung präsentieren, da wird es eine gute Lösung geben. Die APA noch einmal? Ja, an den Gesundheitsminister noch. Es gibt ja mittlerweile auch eine große Anzahl an Immunisierten in den Spitälern, auch auf den Intensivstationen. Ist in einem weiteren Schritt denkbar, dass man auch bei Innenbereichen wie Konzerten und Ähnlichem wieder auf FFP2-Masken setzt, beziehungsweise quasi dieses 2+ mit 2G plus PCR-Test? Wir wissen, dass die Wirkung der Corona-Schutzimpfung, und zwar von jedem Impfstoff, nach 5, 6, 7 Monaten zunehmend abnimmt. Und das ist vor allem ein Problem bei älteren Personen. Deswegen hat schon frühzeitig eine Empfehlung gegeben für über 65-Jährige, für chronisch Kranke, aber auch für Care Workers, also für diplomiertes Pflegepersonal, sich bereits nach 6 Monaten zu impfen. Des Weiteren gibt es vom Nationalen Impfgremium die Empfehlung, wenn man Johnson & Johnson geimpft ist, sich bereits einen Monat danach mit einem mRNA-Impfstoff auffrischen zu lassen. Und die Menschen, die zweimal AstraZeneca geimpft sind, sollen auch bereits 6 Monate nach dem zweiten Stich auffrischen. Wir wissen jetzt, die Wirkung verliert an Wirkung ungefähr 5, 6 Monate nach dem zweiten Stich. Bedeutet, wir müssen jedenfalls jetzt diejenigen, die zuerst geimpft worden sind, rasch auffrischen. Das sind die Menschen, die im Jänner, Februar, März geimpft worden sind. Es ist auch eine Möglichkeit für Jüngere, sich bereits nach 6 Monaten impfen zu lassen. Auch da gibt es eine Empfehlung, aber es gibt natürlich zwischen dem 20-Jährigen und dem 64-Jährigen eine Schattierung. Das heißt, nach 6 Monaten ist grundsätzlich jetzt die Impfung möglich und empfohlen. Wir haben, das sind aktuelle AGES-Zahlen, Impfdurchbrüche von 7 von 1000. Das heißt, wir wissen, dass 993 Menschen sicher vor einem schweren Verlauf geschützt sind. Oder wenn man das umdreht, dann weiß man, in über 90% schützt die Impfung vor einer Spitalseinweisung und in über 94% vor einer Intensivaufnahme. Aber statistisch gesehen, je mehr Menschen geimpft sind, desto mehr Geimpfte liegen dann auch im Spital. Trotzdem wissen wir, dass die Transmission von geimpften Menschen wesentlich geringer ist, also die Möglichkeit, andere Menschen anzustecken und dass sie sehr gut gegen schwere Verläufe geschützt sind. Solche Maßnahmen sind nicht geplant wie 2G plus oder wieder mehr FFP2 Indoor? Wir haben Anfang September einen Stufenplan vorgelegt. Die ersten 3 Stufen, die beiden Stufen 4 und 5 vor 14 Tagen. Und der Stufenplan wird jetzt genauso durchgeführt. Gut, der Herr Lenglinger vom ORF noch bitte. Danke. 2 Fragen. Einerseits, Herr Gesundheitsminister, FPÖ-Chef Kickl hat gestern davon gesprochen, dass man Vitamin D, Vitamin C oder auch Zink einsetzen könne, um eine Corona-Erkrankung zu behandeln. Sie haben vor 6 Tagen gesagt, dass Sie mit ihm über seine, wie Sie sie nennen, brandgefährlichen Aussagen im Zusammenhang mit dem Virus sprechen wollen. Hat dieser Termin schon stattgefunden? Und eine Frage dann noch an den Bundeskanzler, weil Sie ja planen, eine 4-wöchige Übergangsfrist sozusagen, bei der Menschen mit einer ersten Impfung plus PCR-Test ebenfalls als geimpfte Menschen gelten. Wie wollen Sie die PCR-Test-Infrastruktur am Land so ausbauen bis Montag, dass das dann auch wirklich viele Menschen wahrnehmen können? Das war die Frage an den Bundeskanzler, aber zu den PCR-Test-Kapazitäten in den Ländern bin ich so aktuell informiert, dass ich vielleicht die Frage übernehme. Wir reden mit den Ländern, wie wir von den Antigen-Tests wegkommen Richtung PCR. Wir haben bei 2,2 Millionen Testungen wöchentlich ein Verhältnis gehabt von vielleicht 400.000-500.000 PCR-Testungen zu 1,7 Millionen Antigen-Tests vor 2 Monaten. Jetzt beträgt der Anteil fast 50-50. Das heißt, wir wissen, dass die Länder
sehr stark in die Infrastruktur investiert haben. Wir wissen natürlich auch, dass es schwieriger ist, in Tirol oder in einem Flächenbundesland PCR-Tests flächendeckend anzubieten und dass das in Wien eventuell leichter ist. Die Länder bauen massiv aus. Wir haben vorgestern die Landesgesundheitsreferentinnen, gestern die Landesgesundheitsreferentinnen befragt. Wir unterstützen, wo geht. Ich bin überzeugt, dass wir das in wenigen Wochen schaffen werden, dass das flächendeckend möglich sein wird. Zweite Frage habe ich jetzt. Zu Herbert Kickl. Es ist egal, ob der Herr Kickl ein Wurmmittel empfiehlt oder Vitamin D oder Spurenelemente oder auch, und das ist besonders gefährlich, Medikamente, die jetzt eigentlich sehr optimistisch stimmen, als Alternative zur Impfung darstellen. Diese Medikamente werden Einsatz finden, sie sind aber in der breiten Bevölkerung keine Alternative zum Impfen. Und es ist auch ein Ivermectin, ein Wurmmittel, das bei Pferden eingesetzt wird, keine Alternative. Das sind auch Fake News, die ich zum Beispiel jetzt hier versuche aufzuklären. Das ist natürlich brandgefährlich, weil es dann doch ein paar Prozent der Bevölkerung gibt, die das tatsächlich glauben, die das als Alternative sehen und nicht impfen gehen. Also ich habe noch kein Gespräch gehabt mit dem Herbert Kickl, es war doch einiges los. Ich plane das tatsächlich, weil ich auch glaube, dass wir hier gemeinsam, so wie das heute eigentlich ein sehr schönes Bild gegeben hat mit den Landeshauptleuten, mit dem Innenminister, an einem Strang ziehen müssen, dass wir alle beitragen müssen und alle mithelfen müssen. Und mit den Herrn Kickl werde ich versuchen zu überzeugen. Gut, da ist, glaube ich, noch eine letzte Frage. Danke. Eine Nachfrage habe ich noch an den Herrn Gesundheitsminister. Was das Skifahren betrifft, wird es Ausnahmen geben für Kinder und auch für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können? Ist da was geplant? Und eine Frage an den Herrn Bundeskanzler, an Sie als Gesundheitsminister und auch den Experten. Wie ist das Szenario, dass doch ein Lockdown kommt, auch wenn ihn niemand will? Aber im Laufe dieser Pandemie, wenn Sie sich erinnern, vor einem Jahr hat es geheißen, Lockdown ist unmöglich und schließe ich aus und ein paar Wochen später war er da. Bürgermeister Ludwig hat es heute nicht mehr ausgeschlossen, dass es notwendig sein könnte, müsste, doch einen Lockdown durchzuführen. Wie sehen Sie das als Experte und wie sehen Sie das von der Spitzenpolitik? Vielleicht beginne ich mit der zweiten Frage und nur ganz grundsätzlich. Natürlich hat keiner von uns eine Kristallkugel, das ist ganz klar. Aber genauso klar ist für mich, und das war heute der starke Konsens auch und schon bei unserer letzten Sitzung, wir wollen natürlich keinen Lockdown. Was wir beschlossen haben, ein Stufenplan, ist de facto sozusagen, dass die Zügel straffer gezogen werden für die Ungeimpften. Unser Wunsch ist, Menschen dazu zu bringen, in aller Freiheit sich dafür zu entschließen, dass sie sich schützen. Mit drei Impfungen, letztlich sind es ja drei. Und da wird auch sozusagen eine Drohkulisse nur zu einem Teil dienen. In Wirklichkeit braucht es Überzeugungsarbeit. Für mich ist ganz klar, im Grunde genommen, ein Lockdown genereller Natur, so wie wir ihn gehabt haben, werden wir mit allen uns zu Geboten stehenden Mitteln verhindern und vermeiden. Das Einzige ist, das können wir drei oder auch die gesamte Bundesregierung geschlossen, inklusive alle Landeshauptleute gemeinsam nicht machen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jeder, auch in diesem Raum, hat es in der Hand, seinen Beitrag dazu zu leisten. Daher glaube ich, unser immer wieder wiederholter Appell, wir werden erst zur Normalität zurückkehren, wenn jeder das Impfangebot, das da ist, auch freiwillig für sich in Anspruch nimmt. Zur Impffrage darf ich noch antworten. Es wird natürlich Ausnahmen geben für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, selbstverständlich, und auch für Kinder unter 12 Jahren jedenfalls. Ich denke, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern so frühzeitig auf diese veränderte Situation und den starken Anstieg reagiert hat und das Impfprogramm dermaßen unterstützt und ausbaut, was den dritten Stich, aber auch was die Forcierung der Erstimpfungen betrifft, dass wir ohne einen weiteren generellen Lockdown auskommen werden. Gut, danke schön für Ihr Kommen und einen schönen Abend.